So, weiter geht. Echt jetzt? Finden Sie drei Spraydosen. Wie viel Uhrzeit? 17 Uhr. Ja, los, das machen wir schnell. Was ist denn das? Ich! Bitte, lass uns hier nicht zurück! Zum Glück bist du aufgetaucht. Sonst hätten uns diese Tiere. Ist das so ist? Ich will gar nicht daran denken, was diese Mistkerle mit uns angestellt hätten. Ich bin nur dankbar, dass ich noch am Leben bin. Okay. Die Frage ist, kommen die denn jetzt klar oder müssen wir denen noch folgen? Da ist jetzt die Ton. So, nochmal zur Baustelle. Okay, so, haben wir jetzt Ruhe hier? Drei Spielruhe. Ah. Eine. Willst du handeln? Ich will eine Spraydose. Echt jetzt?
Boah, wir sollten hier eine scheiß Spraydose finden. Da gehen nur die Gerüste her. Da müssen auch noch mal Gerüste. Da oben noch. Ja. Zack. Shit. Dachte ich, da wären Müllsäcke. Okay. Hat er das noch registriert? Springen Sie die Landen. Geronimo! Okay. Okay. Ugh.
irgendwie befreien? Nein, muss da noch rein. Warum? Guck mal jetzt aufs Dach. Hier, ne? Mit einem Regen soll ich jetzt hier rumsprühen. Das macht ja Sinn. Spende die Landemarkierung für den Hubschrauber. Dafür irgendwie Spraydose wählen. Drama Fackel. Halking Shot. Blechdose. Das ist kein Gegenstand wirklich. Weiß nicht, das machen da. Ein Gegenstand ist das nicht. Die Spraydose. Gehen Sie auf das Dach und sprayen Sie eine Landemarkierung für die Hubschrauber. Ich muss hier irgendwie ins Inventar in hier reinlegen oder was? Jeden Aufputschmittel. Champion. Alle Waffen. Alle Werte ihrer Waffen. Während im Inventar eine Waffe aus, drücken sie auf 6. Verbessert Handling und Haltbarkeit ihrer Nahkampfwaffe.
Sprühdose. Ich bin Insektor, die Dosierung. Kann ich nicht ausrüsten. Das ist ja auch keine. Sind die anderen? Da habe ich nur eine UV-Lampe. Jen. Will ich ganz gerne die Pöller. Ja, keine Ahnung, wie ich hier sprühen soll. Normalerweise ist es mal F. Ah! Jetzt F drücken, wie bekloppt. Oh ja, ich weiß, ich bin schwer von KP. Da ist H. Oh, ich bin nur ein Error. Seinen Eingang her. Aber noch nicht gemacht. So, und jetzt? Das Dach wurde bemalt. Gut. Dann gibt es jetzt nur noch eins. Im ersten Stock ist ein Spind mit einem Kleidersack darin. Bringen Sie mir den. Da Sie ihn sowieso öffnen werden, kann ich Ihnen auch gleich sagen, dass 24,7 Millionen Dollar darin sind. Ein Drittel davon gehört Ihnen, wenn Sie mir den Beutel bringen. Warum holt Edward ihn nicht? Da sind so viele Beißer. Ich kann nicht riskieren, ihn zu verlieren. Wir wären komplett wehrlos. Und dieses Geld gehört Ihnen? Die meisten Kunden der Bank sind keine Menschen mehr. Es ist also kein Verbrechen, sie zu bestehlen. Oder haben Sie noch nie einem Beißer das Portemonnaie geklaut? Okay, ich hol den Sack. Aber Sie fordern die Evakuierung erst an, wenn ich es Ihnen sage. Wenn Sie das Geld haben, nehme ich das Funkgerät mit. Auf gar keinen Fall! Sie werden sich darauf einlassen. Sie haben keine Wahl. Sie sind schlimmer als Karim. Gut, ich akzeptiere Ihre Bedingungen. Das ist interessant. Lass uns mal gucken. Hol die Irons kleiner Sack. Dritten Stock. Durch den Keller rein? Ja, sieht so aus. Autsch! So, jetzt haben wir das aber bald. Alles voller Zeug.
Okay, erstmal mal die Tür auf. Leer. Na ja, klar. Ne, der braucht schon nur zwei. Sorry, Crane. Ich hatte keine Wahl. Karim sagte ja, es wäre dumm, ihnen zu vertrauen. Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich hätte sie mitgenommen. Als sie nach der Fahrt besuchten, habe ich die Evakuierung kontaktiert. Sie wollten wissen, wer mitflieht, also nannte ich ihren Namen. Ich weiß nicht, wer sie sind, aber die wussten es. Und sie sagten, sie dürfen nicht mit. Also musste ich sie irgendwie beschäftigen. In dem Sack ist kein Geld, zumindest nicht viel. Sorry, Crane, aber ich muss meine Familie ausschaffen. Gehen Sie auf das Dach und finden Sie einmal eine solche Sache. Nicht das, was ich versprochen habe, aber das Beste, was ich tun kann. Danke für alles, Crane. Mal hin. Er ist klassischer Baseballschläger. Hallo Crane, wie war dein Tag? Oh, da ist er ja. Ich dachte, wir hätten uns verstanden. Ich denke, wir verstehen uns jetzt noch besser. Aber wenn du schießen willst... Vielleicht ein andermal. Er hat dir ein paar Sachen dagelassen. Erst wollte ich sie klauen, aber dann dachte ich, geht nicht. Crane hat sie sich verdient. Ah, du bist fast in Ordnung, Karim. Fast. Bis zum nächsten Mal. Viel Glück, Karim. Genau. Tja, haben wir das zumindest geschafft. Welche Sachen? Wo ist der Hubschrauber? Habe ich eine Langstreckenrakete oder? Katastrophenhilfe. Meins.
Naja. Muss mal sehen, ob ich noch einen besseren Mod für die Ui finde. Dieses fette Quest da in Mitte rechten Screens, das regt ein bisschen auf. Das müsste eigentlich weg. Das wäre so das Einzige. Der Text, ne? Navigation schon, aber den ollen Quest-Text. Hey. Zeit 7:01 Uhr können wir, glaube ich, noch. Wenn sie Tolga und hast du nicht gesehen. Die Überführung liegt in der... Wo ist das? Da hinten. Wo ist das? Neo. Und da wird es doch langsam dunkel. Das ist ja noch dieses Ding von Finley, Teuer und Fatin. Oh. Ich war einer der Typen im Schutzanzug. Team 4, 2 Tage bevor die Stadt gesperrt wurde. Wir sollten von Haus zu Haus gehen, nach denen suchen, die nicht krank waren. Also haben wir an die Türen geklopft und manchmal hörten wir eine menschliche Stimme. Und dann sind wir rein. Aber es waren Kranke, tobende Irre. Nur ihre Stimmen klangen täuschend normal. Manche von ihnen waren nicht allein. Die Anzüge sind ziemlich robust. PVC mit verstärkter zweischichtiger Polyphaseeinlage. Wir dachten, wir wären sicher, aber die Beißer haben sich da einfach durchgebissen. Ab und zu sehe ich alte Teamkameraden rumschlurfen. Echt deprimierend, sie so zu sehen. Aber weißt du, was lustig ist? Sie sind jetzt Beißer, aber sie können gar nicht zubeißen. Sie sind so doof, um die Masken abzunehmen. Ehrlich, das Ganze ist wirklich ziemlich abgefahren. Das ist ziemlich bekloppt. Oh, da ist hier was für mich. Gas. Oh, gerade noch so.
nicht sagen, ob ich hier schon drin war. Da hinten steht einer. Dass ich die fällen kann. Hier hinten weiter. Fett innen drin. Die ist bestimmt nicht offen. Doch. Aha. Da unten ist was. Weiter runter. Wow. Totgefahrene Tiere im Topf. Totgefahrene Laufwelf. Das ist Roadkill. Meinen Riegeln, können wir demnächst hier leichter rein. Auf einem Bücherregal, okay. Feuchte Träume, ein Liebesroman für Klempner. Oh Mann. So kriegt man die Mädels rum. Okay. DVD-Player Benutzerhandbuch. Das ist wichtig. Death Metal Weihnachtslieder. Bescheuert. Pneumothorax für Profis. Klingt interessant. Oder hilfreich. Oh Gott. Gut aussehen jenseits der 40. Pferdekopfmasken selbst gebastelt. Oh, ist das. Heiße Hintern. Na toll. Jetzt aber. Die Saat des Guten, praktischer Gemüsebau für Stubenhocker, das ist es. Ich bin gespannt, wie die alle lesen könnt. Küchenkram. Wenn wir hier durchfahren. Zurück. Bevor die Fiesen auftauchen. Okay.
hast du vor? So. Ich will so eine. Brauchst du irgendwas? Ja. Du hast die Brille und das Buch? Das ist toll. Meine Güte, die Brille ist völlig verdreckt. Was hast du damit angestellt? Ach, lass mal. Ist ja auch egal. Hier hast du eine Belohnung für deine Mühen. Okay. Schöne Sache. Wow. Ich kann jetzt Funksprüche aus allen Distrikten. Bring das Paket zum Quartiermeister. So, er hier, oder nicht? Danke, das können wir echt gut gebrauchen. Viel besser. Aber warum? Ein Feuchtel, okay. Boah. So, ein bisschen was zerlegen hier. Zack, zack. Franzosen haben natürlich ein Metallteile, einfaches Rohr, Fäustel. Aber die simple, die wollen wir eigentlich auch nicht. Den können wir eigentlich mal hier reinlegen. So. Keine Ahnung, machen wir dann noch ein Wurfmesser hier rein? Statt der Premium Wurfsterne, da unter die. So, alles darunter ist Schrott. So. Das 6 Upgrade. Mit Upgrades lassen sich die Werte einer Waffe steigern, Schaden, Haltbarkeit und Handling. Sie können sie erwerben, dann so ein Überleben bei Begegnung und bei feinen Erkundung helfen. Okay. Upgrade. Vier leere Fassungen. Plus 50, plus 25 Haltbarkeit. 150. Fechtmeister. Handling. Champion. Schaden, Handling. Und Haltbarkeit. Kein Handling. Titan. Haltbarkeit. Ja, dann nimmt man Champion. Muss man sich überlegen, die machen normalerweise nur so 30 Schaden, wenn man jetzt plus 50 macht, ne? Ja, mach mal. Ja. Champion. Wie kann ich dir helfen? Okay. Machen wir weiter mit Harlequin, Dahlsingenieur. Führung Spike Tunnel verfolgt. So, dann gucken wir halt auf dem Weg ein paar von diesen Grünen finden. Starten die nördlichen Überspannungs-Dings neu, okay. So, pass mal auf.
uns jetzt mal. Das ist jetzt nachts hier. Der Nachtsichttrank jetzt. Und ist das hier stockdunkel? Ich bin im Umspannwerk. Such die Schalttafel und leg den Schalter um. Dann startet das System neu. Such die Schalttafel. Ist der Trank schon wieder weg? Schalttafel. Fertig. Gut. Jetzt nochmal die gleiche Prozedur im zweiten Umspannwerk. Okay. Der ist aber eben zu schnell abgelaufen, oder? Muss ich jetzt mal im Auge brauchen. Der war irgendwie zu schnell abgelaufen. Stimmt, ich kann jetzt umgetreten auf den Kopf drehen. Die schöne vorbei. Kacke. Trapped inside, please help. Genau so. Da Elektroschneider. Gut, Elfie. Eins ist noch übrig. Elfie?
Boah. Karte. Da unten rechts. Komisch, immer wenn ich da ankomme, ist der Trank alle. Obwohl er noch eine Weile gehen wollte. Bin jetzt bei der Hauptstation, Alfie. Finde die Hauptschalttafel. Sie ist in einem der Gebäude. Verkloppt. Alles normale Zombie. Nebenrennen kriegen generiert hier. Ja.
noch mal ein großes Gebäude. Fuck. Zu dem Scheiß. Oh, hier kann man auch. Ob ich hier bleibe über Nacht. Die Nacht kann aber ganz schön lang sein. Erledigt. Schalt es jetzt ein. Moment, Moment. Jetzt gibt's Schmorbraten. Das war gute Arbeit, Crane. Haha. Komm bei mir vorbei, wenn du zurück bist. Okay, wo? Ich hab hier was für dich. Siehst du, hier können wir nämlich schlafen. Das war aber bescheuert. Viele. So. Das war eigentlich eine Menge Zombies. Okay, wir haben fast durch mit den Dingen. Das ist eine hakelige Angelegenheit. Den Ingenieuren. Und dann haben wir Geschwister, geht's weiter. Dann noch etliche, die wir nicht gelesen haben. 11. An den Glücklichen, der dafür sorgen darf, dass die Stadt Strom hat. Ich heiße Mustafa und habe mich 2 Jahre um dieses System gekümmert. Heute ist mein letzter Tag. Ich mache mich aus dem Staub und ehe hier alles zusammenbricht. Und das dauert nicht mehr lange. Wenn du hier bist, ist wahrscheinlich der Strom ausgefallen. Möge Gott dir beistehen. Wenn du dich fragst, warum er ausgefallen ist, dann stell dir mal eine einzelne Steckdose vor, an der 20 Steckerleisten hängen. Die 10 Kühlschränke und einen Haufen Fernseher versorgen. So sieht es in der Stadt aus. Jetzt wollen sie auch noch die Brücke der Schande dranhängen. Ich habe die Kondensatoren aufgerüstet, aber in weiten Teilen des Slums wimmelt es immer noch von Netzschmarotzern, nicht zahlenden Stromkunden. Das wird nie halten. Die Armee sollte von Haus zu Haus marschieren und die Schmarotzer abklemmen. Aber dazu wird es nicht kommen. Suleiman meint, das Problem werde sich von selbst lösen, da es immer weniger Gesunden gibt. Er vergisst allerdings, dass die Infizierten wohl kaum noch schnell ihre Lampen und Fernseher ausschalten werden, bevor sie die Kontrolle über sich verlieren. Da du diese Zeilen liest, hatte ich wohl recht und jetzt sag nicht was. Okay. Du wirst hier nicht lebend rauskommen. Es ist zu spät. Tut mir leid, Kumpel, aber du hast keine Chance. Danke. Nächsten. Haben wir alle. Da können wir mal was bauen. Boost any melee weapon davon. Wo ist der? Wo ist any melee weapon based damage? Dicke Lippe. Seien Sie ehrlich, Sie wollen doch sehen,
den Gegnern gegen verbluten, oder? Nee. Braucht man gar nicht so viel. Was sind das? Das Upgrade? Ne. Königin der Punks? Haben wir eigentlich alles? Da stehe ich so nicht. Wachtmeister. Fleischwolf. Gute Nacht. Zielfernrohrgewehr. Taser, Mann. Wäre doch Verschwendung, dieses Wunderwerk der modernen Technik ungenutzt zu lassen, oder? Mit Hass höchst abgekühltes Survival-System ist dieses Gewehr extrem treffsicher. Firearm Rifle. Feuerkraft 500, Genauigkeit 100, Schussfrequenz 90. Feuerkraft 500, Genauigkeit. Sagt er nicht. Kann ich nicht bauen. Weiß aber nicht warum. Von 190, die waren die gleichen Werte. Shotgun hat mehr Feuerkraft. Cloudburst. Glint. Silence. Zeno. Das würde mich interessieren. Death Horizon. Oder so ein Crossbow. Firearms Custom Elemental Effect Shot. Custom Laser Pulse Cannon in a Blueprint. Nein. Enhanced Crossbow, Genauigkeit, Schussfrequenz 45. Red Eye. Red Dot Sights. Ich baue mir was ein. The Riven. Short Sword. Okay, und dann hätte ich noch ganz gerne Red Eye. Awesome Grappling Hook. So, gucken. Red High. Das ist genauso, ist nur ein Schwert. Da musste man denn nicht irgendwo Munition machen. Ich dachte erstmal aus dem Ding was. Ich brauche definitiv noch Tränke. Und zwar die Booster. Wo waren die denn? Nachtsicht.
hau alle raus. 4 flügelzierende Pilze. Okay. So, 27 davon, was geht. Das sind wir mal meine. Das sollen wir erstmal hier mal also. Da kann man raus. Die verbrennen alle. Sehr gut. Ja, wie mache ich dafür Munition? Reichsauerwaffe. Ammo, SMG, okay. Nein. Ah. 24, komisch. Ammo Rifle, das wird sein. Mutierte Menge 999. Ah, das ist besser. Einzelschuss machen? Ah, er ist reload, okay. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wir sind hier. Wir wollen zu einem dieser Futterplätze. Gehen wir mal da hin. Autsch. Okay, hier kann man raus. Ist das hell? Hey, geh mal wieder rein, von dir raus. Und hier rüber. Da geht's raus. Zeit läuft gleich, ja. So dunkel ist das wirklich. Come on.
Okay, wir haben auf jeden Fall einen erlegt. Die müssen wir jetzt noch einsammeln. Weg. Fuck yeah. Schattenjäger gesehen? Fuck, ich ja. Nenne sie Nachtläufer. Ein Kumpel. Ja, wo auf jeden Fall wieder in der Nähe. Und wir hatten Nachtläufer gesehen. Muss man da nochmal hin? Also, es ist Nachtsicht, das ist lächerlich, wie lange das wirkt. Kannst du ein bisschen gucken? Denkst du, machst du das hier schön so immersive? Zumal er auch sagt, so, ja, für die nächsten paar Stunden bist du dann okay. Und was ist es? 10 Minuten? Also im Spiel 10 Minuten. Das heißt ungefähr 30 Sekunden oder so. In real. Sobald es dann dunkel wird, ist vorbei. Dann siehst du nicht mehr. Und sind wir jetzt noch weiter weg? Nee, jetzt bin ich näher dran. Ne? Aber jetzt tut die scheiß Nachtsicht, ne? Ich gehe lieber mit meiner Axt. Effektiver und schneller. Solange ich Nachtsicht habe. Nur für den Grün. Dann muss ich aus der Entfernung erschießen. Guck mal, wie gut die gehen. Okay, neuer Plan. Wir schleichen uns dahin.
Die kommen genau auf mich zu, Mann. Ja. So. Kriegt ja einfach nicht tot. Ich glaube, die sind unendlich. Der ganze Wasserfehler. Ich weiß nicht, ob die unendlich sind. Oder ob die irgendwann mal aufhören. Sind hier jetzt wieder 3, 4 auf dem Haufen? Weil dann hat es nichts gebracht, was ich jetzt eben gemacht habe. Eben waren hier 3 oder so. Füllt er das wieder auf? Natürlich nicht. Einfach nicht. Verlässlich genug mit dem ollen Trank, wenn er da nur 360 Sekunden hängt. 30 Sekunden läuft. Die Taschenlampen scheint auch keiner zu sehen. Ja.
fahren. Ich habe keine Ahnung, da warten wir bei Nacht. Jetzt bin ich wieder am Arsch der Welt, oder? Ich habe auf jeden Fall da einen Zombie grün erlegt. Wollen wir bald schon mal wieder Munition bauen. Die Lampe macht überhaupt nichts, das ist so gut für mich. Um zu sehen, dass ich keinen von den Typen begegne. Nein, es ist vorbei. Ich bin tot. Ist es egal, ob ich jetzt laufe oder nicht. Toll. Hier wieder hin. Also wie gesagt, Licht ist egal, das sehen die nicht. Aber erstmal hier rum. Da müsste auf jeden Fall noch ein toter Grüner liegen, wenn die Kollegen ihn nicht gegessen haben. Thank you.
sondern den Futtergebiet, ne? Ich gucke echt nur die ganze Zeit oben rechts auf den Radar, gucken, ob was gut wird. Der haut dann da jetzt nochmal 4 in der Gegend, die kommen wir unbedingt hier hin. Ist ein besseren Spot da oben auf dem Balkon. Das muss eigentlich relativ sicher sein. Fünf. Ganz großes Tier. Wir warten jetzt hier. Ich glaube, auf dem Balkon hier sind wir relativ sicher. Das ist scheiße. Ich dachte, der sieht mich nicht auf dem Balkon. Okay. Vergiss es. Ja, also hier haben wir 5, vielleicht 6, 8 von diesen fiesen Viechern. Das kann man vergessen. Dann es für oben hin versuchen. Und jetzt hier müssen wir uns da hocharbeiten. Warum habe ich so wenig Ammo? Hat da 900 hergestellt. Sechshundertsiebzig scheint so das absolute Maximum. Fuck off. Komme ich schon nicht mehr raus aus dem Ding, ohne in 10 von den Leuten zu rennen. Shit. Die normalen Zombies sind echt Peanuts, das sind die Teile, die kann gehen. Hier, der ist mir Latte hier. Ja. Oh shit. Genau, das ist ein Bild. Ich hab mich nicht durchgelassen. Okay. Erstmal Gas sein. So. Jetzt haben wir Ruhe.
Nee, ne? Und jetzt lass mein Seeteil. Okay, auf jeden Fall scheint hier oben mal sicher zu sein. Also deren Futterplatz ist da. Oh. Hier hinter uns her. Nachtsicht. Wand rum, das scheint zu funktionieren. Irgendwo eine Safe Zone oder so. Den habe ich auf jeden Fall erschossen. Zwei Stück habe ich noch.
Ist doch scheiße, dass die ein Dach hochgucken. Die gucken die ein Kackdach hoch. Ich finde, da sind viel zu viele von den Pissern. Was sollst du denn da mit 6, 7, was soll ich da am Arsch überleben? Krach macht überhaupt nichts aus. Taschenlampe glaube ich auch nicht. Wo hab ich denn das eingesammelt? Wo ist denn der Scheißplatz? Da oben. Boah, das ist keine Sekunde. Also, du wirst sofort gesehen und dann bist du tot. Ja, die kommen jetzt von hinten und von links. Sprich, ich bin gleich wieder tot. Ah. So, hier habe ich einen erschossen gehabt.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal so lange wie möglich durchzuhalten. Wenn ich kann, ich sitze hier nur versuchen werde, Stellung zu halten. Keine Chance. Jetzt aber genau da ist der Futterbaum. Der ist gerade aus dem Boden gekommen. Ich weiß, ich kann die nicht weg.
voll fertig. Mann. Und safe aus. Oder sterben. Weil man nicht laufen kann. Ich war vorhin die Schnauze voll. Ich kann nicht mehr. Scheiß den da draußen. Ich guck mal früh mal ob hier. Ob die Kadaver da noch liegen, der Grün, die ich erschossen habe. Was haben wir denn für Fähigkeiten? Oh. So, noch der Derwisch. Beim Treffen sie mehrere Gegner. Halten die linke Maustaste gedrückt und lassen sie zum Ausführen los. Zweihandwaffe ist doch kacke. Kampfexperte, sie werden ein Meisterkämpfer. Sie erhalten noch mehr Ausdauer und Zugang zu neuen. Ja. Totally. Sie halten, nachdem sie einen Feind getötet haben, 10 Sekunden lang schneller. Kraftpunkte. Ja, logisch. Und dann haben wir hier noch einen. Eliminieren. Gleichen sich einen Gegner an und töten sie lautlos. Noch mehr Schaden. Wir brauchen mehr Leben. Fertigkeiten. Rückschlag. Naja, das war alles nicht. Flucht. Schneller abschütteln, das ist logisch. Machen wir den noch rein. Und dann noch eine Wendigkeit. Selbstschutz. Schild brauche ich nicht. Lernte, wie man Leichen dazu nutzen kann. Das klingt interessant. Lernen Sie, wie man aus der Tarnung heraus infiziert hat. Ja, das klingt interessant. Leiche benutzen. Kann ich das jetzt? Ja, okay, mach jetzt mal Pause. Schauen wir gleich, ich schlafe. Bis zum Morgen. Sechs Stunden später. Der neue Fähigkeiten? Wie spät ist jetzt? 7 Uhr morgens. Ja, okay, bis dann, Leute.